Du hast einen unsicheren Hund zu Hause? Dann zeige ich dir in diesem Video, wie du deinem Hund zu mehr Selbstbewusstsein verhilfst. Inzwischen kommen ja immer mehr Hunde aus dem Tierschutz oder aus dem Ausland zu uns und damit steigt das Problem, dass die Hunde sich hier erstmal zurechtfinden müssen und oft Unsicherheiten zeigen. Viele fragen daher, was mache ich denn damit, wenn mein Hund wirklich Angst hat, wenn er nicht weiß, wie er mit Sachen umgehen soll? Und da gibt es ein paar Tricks. Der erste ganz wichtige Punkt ist, dein Hund sollte zu dir Vertrauen aufbauen. Das ist ganz, ganz wichtig und deswegen sollte er auch Zeit haben, um anzukommen, um das Zuhause erstmal kennenzulernen und um dich kennenzulernen. Denn wenn der Hund eine Schutzperson hat, also eine Person, der er vertrauen kann, dann kann er von dieser Schutzperson aus sozusagen das Leben meistern, neue Sachen kennenlernen und auch ein bisschen mutiger vorausgehen. Deswegen ist es also wirklich wichtig, dass du dir die Zeit für den Beziehungsaufbau nimmst und deinem Hund erstmal ganz viel Nähe gönnst und ihm gönnst, dich kennenzulernen, ihn aber natürlich auch nicht überforderst, also ständig an ihm rumgrapscht oder zu viele Sachen mit ihm machst. Und da ist es wichtig, das Mittelmaß zu finden. Wenn dein Hund zu dir Vertrauen aufgebaut hat, dann kannst du mit den ersten Übungen beginnen, dass er selbstständig Sachen schaffen kann. Das ist nämlich wichtig, um Selbstbewusstsein aufzubauen und zu merken, hey, ich kann das, ich schaffe das und ich habe eine Person bei mir, die mir hilft, die mich unterstützt. Ich bin also nicht alleine. Man kann zum Beispiel damit anfangen, das Ganze mit Untergründen zu machen. Bevor wir mit der ersten Übung starten, ist es natürlich wichtig, dass wir eine Leine dran haben. Nicht nur, damit der Hund nicht weglaufen kann, selbst wenn ihr jetzt im Garten seid, ist das wichtig, denn das hat auch was mit einer gewissen Führung zu tun. Ich kann nämlich so den Hund ein bisschen steuern und ihm auch helfen, also eine unterstützende Maßnahme. Wichtig hier ist, dass ich den Hund nicht mit der Leine bedränge. Das Anleinen soll etwas Schönes sein, etwas Tolles sein. Und man sieht im Video schön, wie Sabine erstmal so ein bisschen von oben auf den Konrad zugeht und er weggeht und sagt, ich möchte das nicht. Und wenn sie ihn aber einlädt und ihn freundlich darum bittet zu kommen, dann steht er auf, dann kommt er her, dann lässt er sich auch anleihen. Und auch das ist in der Hundekommunikation ganz wichtig. Gerade bei unsicheren Hunden bedrängt eure Hunde nicht, fasst nicht über sie, geht nicht so auf sie zu, sondern ladet sie freundlich mit der ziehenden Hilfe zu euch ein. In dem Video sehen wir den kleinen Konrad, der frisch aus dem Tierschutz zu Sabine gekommen ist und er möchte jetzt die große Welt entdecken, ist aber in ganz vielen Sachen noch total unsicher. Sie hat sich also die Zeit genommen, die Beziehung zu ihm ein bisschen zu vertiefen und jetzt nach ungefähr einer Woche geht sie mit ihm die ersten Schritte in diesen Selbstbewusstseinsaufbau rein. Man sieht bei ihm hier, dass er sich am Anfang überhaupt nicht traut, über diese Holzplanken zu gehen. Und dazu kommt, dass die Leine für ihn auch noch völlig neu ist und dieses Führen am Halsband, das sind also zwei Sachen, die jetzt zusammenkommen. Und Sabine lässt sich unfassbar viel Zeit. Sie gibt ihm die Möglichkeit, das selber auszuprobieren, aber sie sorgt auch dafür, dass er nicht einfach gehen kann und sagt, ich setze mich damit nicht auseinander. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Häufig verhätschelt man die Hunde auch so ein bisschen und das ist gar nicht böse gemeint. Wir wollen den Hunden ja was Gutes tun. Aber sie brauchen manchmal auch so ein bisschen diesen kleinen Schubser, dass sie sich auch mal was trauen. Dass wir also den Hunden auch sagen, hey, ich glaube, du schaffst das. Wir haben also diese Zuversicht in die Hunde. Und die sind wahnsinnig stolz, wenn sie das dann wirklich geschafft haben. Und wenn sie auch merken, wie wir uns darüber freuen. Deswegen traut euren Hunden auch mal was zu. Die Sabine, die lässt ein kleines bisschen die Spannung auf der Leine, bis er sich dann doch traut und überwindet. Und dann ist die Freude groß, dann kann es auch Futter geben und er kann sein Selbstvertrauen weiter ausbauen. Viele Hunde erschrecken sich, wenn plötzlich Sachen anders sind.
Das kann zum Beispiel eine Mülltüte oder eine Mülltonne auf der Straße sein. Das kann ein Mensch sein, der sich anders bewegt als andere Leute. Und wir haben das Ganze jetzt mal im Garten nachgestellt für den Konrad mit einem Plüschhund. Und man sieht, dass er sehr verunsichert ist erstmal, dass er seitlich weggeht, dass er sich erstmal auch nicht traut. Viele Hunde knurren oder bellen dann auch. Und auch da ist wichtig, jetzt habe ich wieder die Leine als Hilfsmittel und führe den Hund ruhig und entspannt in die Situation rein. Ich ziehe ihn aber nicht dorthin und ich lasse ihn auch nicht weggehen. Das sind also die beiden Sachen, die wichtig sind, sondern ich gehe Schritt für Schritt mit ihm zusammen an das Objekt ran und ich lobe meinen Hund, wenn er so mutig ist, nach vorne zu gehen. Ich unterstütze ihn sozial. Ich lasse ihn aber auch wirklich diese Erfahrung ein bisschen alleine machen, dass er sich selber überwindet. Manche gehen ganz schnell hin und sagen, guck mal, ist doch nicht schlimm und fassen das Ganze an und machen das für den Hund. Aber viel wertvoller ist es für den Hund, wenn der sich selber traut. Wenn er es schafft, dahin zu gehen. Und dann können wir ganz viel sozial loben und ganz, ganz stolz auf unsere Hunde sein. Zu guter Letzt, das Ganze braucht viel Zeit. Wenn man einen unsicheren Hund bekommt, dann denkt man oft, oh Gott, das wird nie was. Und man hat so eine langsame Lernkurve. Man merkt schon in der ersten Woche häufig, dass die Hunde ein bisschen auftauen, dass die warm werden, dass die auch mal mutiger werden. Und je mehr ich solche ruhigen Übungen mit meinem Hund mache und der wirklich lernt, Selbstvertrauen aufzubauen und Selbstbewusstsein aufzubauen, desto schneller geht diese Kurve auch nach oben. Wenn ich den Hund aber immer wieder in Situationen bringe, die ihn überfordern, er ist also eigentlich erst hier und ich bringe ihn immer wieder in diese Situation rein, die ihn wirklich stressen, die er nicht gut verarbeiten kann, dann erreiche ich natürlich genau das Gegenteil und mein Hund wird eher unsicherer. Also bitte, bitte, bitte gebt euren Hunden die Zeit, die sie auch wirklich brauchen. Das ist ganz wichtig, überfordert sie nicht. Aber geht eben auch mal den Schritt und sagt, so, das schaffst du jetzt, das schaffen wir jetzt gemeinsam und habt dann ganz viel Verständnis für die Hunde, ganz viel Geduld, ganz viel Zeit. Und dann ist man wirklich erstaunt, wie schnell die Hunde irgendwann sagen, hey, das kriege ich auch alleine hin, das mache ich, neugierig werden und die Welt entdecken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, diese Übungen mit euren unsicheren Hunden umzusetzen. Und vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt und uns einen Daumen nach oben zu hinterlassen. Bis zum nächsten Video.